Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Dungeon Rushers. So, anscheinend hat sie euch ja gut gefallen, denn ganze 100% der Abstimmungen wollten noch eine weitere Folge sehen. Das werde ich jetzt halt heute nochmal noch aufnehmen. Und ich würde sagen, wir starten einfach weiter in der Kampagne. Und zwar mit der nächsten Herausforderung. Finde den Schatz ist das Ziel. Alle Monster töten ohne Kompetenz und alle Ereignisse auslösen. Pfeift ein Liedchen. Schön. Würdest du das bitte lassen? Dein elendes Pfeifen ist alles andere als unauffällig. Ich versuche unschuldig auszusehen. Wie soll ich das denn sonst anstellen? Indem du gar nichts machst? Und glaub mir, als Buchhalter spreche ich aus jahrelanger Erfahrung im unschuldig wirken. auf jetzt. Lümmel nicht rum, bis zum nächsten Verlies ist es noch ein Stück. Was? Wir ziehen schon weiter? Aber wir sind doch gerade erst hier fertig geworden. Den Grundkurs Wirtschaftslehre erspare ich dir jetzt, aber bei der mageren Ausbeute im letzten Verlies muss sich das nächste lohnen, wenn der Laden laufen soll. Da magst du recht haben. Also, worauf warten wir? Wir müssen los und du mit deinen kurzen Beinen hältst dann auch noch den Verkehr auf. Weißt du eigentlich, dass ich dich unglaublich nervtötend finde? Sehr gut. Wieso ist es jetzt? Als beamen alle Einstellungen weg wären. Ich drücke jetzt die W-Taste, also ist es XY. Nein, die X-Achse invertiert. Das ist ja blöd. Nix. Mal gucken, ob wir etwas finden. Oh. Säurebad. Rüstung. Welche Rüstung? Ziel 3 Charaktere. Schaden 0. Minus 15 physische Resistenz. Entschärft eine mechanische Falle. Oh, untersuchen. Fluch. Magische Heimsuchung. Ganz toll. Kann man hier zu gucken? Ach ja, hier. 10% magische Resistenz. Ja. Gibt Schlimmeres. Ein Bogenschütze. Keine deiner Kompetenzen lässt sich auf diese Gruppe. Ja, klar. So. Giftlinge. Und tot. Sehr schön. Stufe 2. Ah. Das sind die Fähigkeiten. Meisterschütze. Kannst du zusätzlich zu einem Bogen eine Einhandwaffe tragen. Passiv. 0 Talentpunkte. Gut. Wie schaut es beim Zwerg aus? Der hat auch 0 Talentpunkte. Zwergische Trinkfestigkeit. Wird nach dem Genuss von Bier nicht betrunken. Ach, das ist ja nice. Eine Schatzkarte. Untersuchen. Oh, was haben wir denn alles? Nützlich in der Werkstatt. Ein rohes Fleisch. Faden. Und zerbrochene Speerspitze. Sehr gut. Oh yeah. Ein Skelettmagier. Mal wieder. So. Hammerschlag.
Und noch ein Pfeilchen. Aber wir sollten mal ein bisschen aufs Mana aufpassen, würde ich sagen. Was haben wir hier bekommen? Einen magischen Knochen und 3 Geld. Und Thorgrim ist auf Stufe 2 aufgestiegen. Das heißt, wir könnten hier mal ein klein wenig schauen, ob wir Talente verteilen können. Also, erhöht den Schaden von Hammerschlag. Mehr Rüstung. Zwergische Trinkfestigkeit. Aber was bringt mir die? Einmal da und einmal da. Gut. Ja, ja. Ah. Du blaffst doch all in. Jetzt habe ich natürlich das erste nicht gelesen. Dürfte ich mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir sind beschäftigt. Das ist die Hand meines Lebens. Die Hand meines Todes. Na, ihr wisst schon. Kommt morgen wieder. Aber wir sind von weit her angereist. Extra, um dieses Verlies zu erobern. Das ist mir schnurzegal. Und du zeigst mir jetzt gefälligst deine Hand. Das ist aber nicht sehr nett, Elian. Denen bringen wir Manieren bei. Allerdings. Das ohne Mana voll und ganz aus. Perfekt und gewonnen. 1, 2 Gold. 2 Gulden. 4328, 4300. Was machen Sie denn da? Moment, 4303. Ach, Mist. Krr. Jetzt habe ich mich verzählt. Ich verkaufe Gegenstände an Abenteurer, die sich in Verliese vorwagen. Oh, cool. Zeigen Sie mal her. Bist du geistesgestört? Doch nicht jetzt. Ich bin nur zu Werbezwecken hier. Mein Geschäft bewegt sich rechtlich, sagen wir mal, in einer Grauzone. Ja, Schwarzmarkt. Schaut nachher in meinem Krämerladen vorbei und jetzt, pst, man beobachtet uns. Es treiben sich wirklich allerhand Gestalten in so einem Verlies herum. Redest du von mir? Pass auf, was du sagst, Jüngerchen. Nein, noch nicht. Ich denke, ich möchte erst alles andere untersuchen. Oh, ein kleiner Trank der Ausdauer. So, dann schauen wir mal. Haben wir jetzt halt alles erforscht? Scheint so. Plündern und weiterziehen. Wir haben doch alle Monster getötet. Dachte ich. Psst. Hier entlang. Und macht schnell, bevor sie uns sehen. Die Hexe ist cool. Schau dich ruhig um. Mein Angebot wechselt öfter mal. Glücksspiel. Habe ich Geld? Ja. Trank der Läuterung. Aber durch das, dass wir ja die Werkstatt noch nicht benutzen können. Weiches Leder. Mehr. Okay. Was können wir denn in der Taverne tun? Was haben wir denn alles noch für Möglichkeiten? Ach, Einstellungen. Okay, das ist ja seltsam. Ich will, dass sich meine Tastatur wieder umändert. Naja. Ah, gibt sogar Turniere und Abenteuer. Bin ich ja mal gespannt. Okay, Skins. Ach ja, hier kann man Skins kaufen.
kann man quasi für echtes Geld dann kaufen. Ja, Skins sind jetzt halt nicht so wichtig gerade im Moment. Heldenmodus. Ich würde das eigentlich am liebsten... Ja, wir spielen das jetzt nochmal. Weil ich dachte, dass wir eigentlich alles ausgelöst haben und alle Gegner besiegt haben. Cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, weiter. Okay, hier geht's nicht weiter, oder? Hier auch nicht. Dann noch mal den Spaß hier. Ein Magier. Skelettmagier. Dann haben wir hier alles gesehen. Ich würde ja gerne mal wissen, was passiert, wenn unser Held hier stirbt. Okay, dann schauen wir mal. Also ich sehe hier jetzt ehrlich gesagt nichts mehr, außer das da. Und das da? Oh, jetzt weiß ich, was hier fehlt. Ah. Ja. Man sollte das ohne Kompetenz machen. Ja. Wieder mal was gelernt. Fluch, Schwäche. Okay. Das erklärt es natürlich. Jetzt hoffe ich halt wenigstens, dass wir es trotzdem überleben. Jetzt haben wir zwei Negativeffekte auf uns. Lasten. Schon wieder Schwäche. Eieieiei. Ah, bewusstlos. Sehr gut. Ohne Probleme. Hoffe ich. Ups, da habe ich eins vergessen. Ab nach vorne.
Ups, in Ordnung. Oh oh. Hoffentlich schaffen wir das. Na, ich denke schon. Noch 2 HP. Die haben es wohl auf uns abgesehen. Ah, Raserei. Ah, mehr Kampfkraft. So, jetzt sollten wir es aber geschafft haben. Perfekt. Sehr gut. Dann ab zum nächsten Turm. Attacke. Schnell, sonst schnappt euch jemand den Schatz vor der Nase weg. Kleiner Tipp, runter, rechts, runter, dann rechts, immer geradeaus. Okay, runter, rechts, runter, dann rechts und immer geradeaus. Also. Sogar 8 Schaden, wow. Und tot. Oh, was haben wir hier? Eine Waffe. Oh mein Gott. Erforderlich Level 1. Na, gucken wir mal. Die Waffe können wir bestimmt irgendwo zuweisen. Hä? Die gar nicht nehmen, die Waffe. Bin ich blind? Ach, hier ist sie. Plus 1, plus 1. Was ist das hier? Hm. Ah, da ist er. Ein klein wenig weniger Resistenz, Magieresistenz, aber das ist okay, glaube ich. Rechts, runter. Rechts und immer geradeaus. Ich habe jetzt natürlich nicht geschaut. Oh, Skelettkrieger mal 2 und Bogenschütze. Sehr gut. Du mal tot. Meine Barte. Jetzt sind es 3. Na, denen werde ich zeigen, wie Zwerge mit Kniescheiben Frisbee spielen. Wirbelsturm freigeschaltet. Wirbelt auf die Gegner zu und fügt der ganzen Frontlinie Schaden zu. Cool. Naja, aber es ist fast kein Schaden. Ah, 3 Schaden. Geht schon. Und hier noch. Tot. Okay, Knochen und 3 Gold. Sehr schön. Endlich, der Schatz. Verzeihung, junger Freund, doch mir schwant ein kruder Lapsus. Die Plünderung jener Funkeleien obliegen meiner Wenigkeit. Aha. Und wer ist das jetzt? Mein Name ist Pott, Barte seiner Hoheit. Jäger von Schatztümern und Verführer schöner Mademoisellen. Und ich proklamatiere, der Schatz ist mein. Hä? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich berufe mich auf die gepflegtesten Gepflogenheiten unter kühnlichen Abenteuern und Helden. Ich habe ihn zuerst gesehen. Der blonde Jüngling will sich wohl über uns lustig machen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Wir haben die Monster platt gemacht, aber dich haben wir kein einziges Mal gesehen. Grundgütlichster. Das Flattern und Marodieren überlasse ich armen Lumpensammlern wie euch. Meine Wenigkeit zieht es vor, durch die Hintertür einzutreffen. Du bist durch die Hintertür gekommen? Das ist Schummeln.
mitnichten. Wenn die Wahrheit ist, denn die Wahrheit ist stets, was ich von ihr zu singen wähle. Und nun muss ich leider von euch scheiden. Lebt wohl in stillem Angedenken an die Schönheit meiner Worte. Pott versucht mit dem Schatz unterm Arm davon zu rennen. Nicht so schnell, du dreckiges Diebespack. Thorgrim brät Pott den Hammer über. Beruhig dich, Thorgrim, du bringst ihn noch um. Das hätte er verdient. Jetzt warte doch, er könnte uns noch nützlich sein. Nützlich? Nur zu, erleuchte mich. Ich hab da so eine Idee. Pott ist deinem Team beigetreten. Das ist doch schön. Jetzt nicht. Und der kann was? Talente. Mehr Ausdauer. Mehr Magie. Fähigkeiten. Stellt 20% des Gesamtmanners im Team wieder her. 60% Chance, Feinde vor dem Kopf einzuschläfern. Vor dem Kampf. Entzaubert eine magische Falle mit einem magischen Lauten-Solo. Oh. Kompetenzen bei Erkunden. Ah, okay. Ein derart schauriger Gesang, dass es nicht nur in den Ohren wehtut. Okay, das ist eine Mana-Fähigkeit. Stärke die Rüstung des ganzen Teams. Das ist auch eine Mana-Fertigkeit, die kostet nichts. Zwingt Gegner zu schweigen und fügt ihnen Schaden zu. Mana, okay. Mehr Mana. Bestätigen. Und bestätigen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, erkunden wir doch den Rest. Untersuchen. Versteckte Rüstung. Oh, Gegner. Einmal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah. Und, was machst du jetzt, Magier? Hey, ich dachte, du schweigst. Nervig. Sehr gut, ein nützlich in der Werkstatt. So. Ich würde sagen, wir benutzen den. Und den. Und den. Untersuchen. Fluch. Gift. Na, ganz toll. 2 Schaden pro Runde. Super. Schriller Ton. Weiter. Sehr gut. Ich denke, wir gewinnen. Hoffe ich. Ist aber nett, dass das Schild da war. Dass uns das genau dahin geführt hat, wo wir hin mussten. Kämpfen. Oh, was bist denn du? Anstürmen. 4 Schaden. Zerreißen. 6 Schaden. Wir sollten schauen, dass wir den relativ schnell zunichte machen. Oh, okay. Sehr gut. Ah, bewusstlos. Das gefällt mir. Und tot. Puh. Nochmal ein zerbrochene Speerspitze. Sehr gut. Ein Fass. Bier. Entfernt negative Effekte. Cool. So. Ich würde sagen, wir sind dann hier fertig. Plündern und weiterziehen.
Kein K.O.? Hm. Oh, kein Trank. Ich hätte einfach keinen Trank benutzen sollen. Keine Falle auslösen. Oh, ich dachte, wir haben eine Falle ausgelöst. Naja. Egal. Nee. So, ich werde die jetzt nochmal für mich selbst spielen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch ein Like da. Und ich hoffe, ihr wollt vielleicht nochmal eine Folge sehen. Es wird auf jeden Fall am Donnerstag noch eine kommen. Ich hoffe, die heutige hat euch gefallen. Bis dahin, mein Name ist Erakol. Ciao.